Titibhasana 1 ist eine Variation der Feuerfliege, wie sie oft ins Deutsche übersetzt wird. Titibha ist aber auch das Glühwürmchen. Von der Stehhaltung ausgehend, gib die Hände hinter die Fersen und strecke die Beine aus. Wenn du die Beine ausstreckst, ist es Titibhasana. Es gibt waagrechtes Titibhasana. Du könntest auch das Gesäß senken und die Beine höher geben. Das ist senkrechtes Titibhasana. Ja, wenn du diese Stellungen lernen willst, dann übe regelmäßig erstmal die Krähe, Seitkrähe, Kranich und dann geht auch Titibhasana, wie es Nilakanta von Yoga Vidya Berlin vorgeführt hat.